West-Berlins Bürgermeister Willy Brandt muss untätig zusehen. Aus Washington und Bonn kommt nur diplomatischer Protest. Der Westen hat mit der Schließung der Grenze gerechnet und insgeheim sogar dazu aufgefordert. Einziger Unsicherheitsfaktor bleiben die Berliner. Noch sind es nur wenige Meter durch ein paar Rollen Stacheldraht. Die letzten Schlupflöcher hinaus aus dem vermeintlichen Paradies der Arbeiter und Bauern. Auch mehr als 20 Volkspolizisten, wie Konrad Schumann, verlassen ihren Posten und springen in die Freiheit. Die Bernauer Straße an der Grenze zwischen Wedding und Berlin-Mitte. Nirgends wird der Irrwitz der geteilten Stadt deutlicher als hier. Die Häuser liegen im Osten, der Bürgersteig im Westen. Als die Volkspolizei die Gebäude räumen will, kommt es zu dramatischen Szenen. Die erste Tote an der Berliner Grenze ist Ida Siegmann, 58. Sie stirbt beim Sturz aus dem dritten Stock. Dutzende andere schaffen hier den Sprung in die Freiheit. Berlin in der Nähe des Reichstages. Die Grenze zwischen Ost und West, scharf bewacht. Doch hier das Zeugnis einer Flucht. Ein ausländischer Tourist filmte vor kurzem zufällig diese Szenen. Die vier DDR-Flüchtlinge, drei Männer und eine Frau, waren zunächst unbemerkt über Dächer und Zäune bis an den östlichen Uferrand gekommen. Doch die Spree gehört hier in voller Breite zu Ost-Berlin. Am westlichen Ufer beobachten zahlreiche Touristen die Flucht. Auf einem Schnellboot nähern sich bewaffnete Grenzsoldaten. Hey, well done. Die drei jungen Männer haben das Westufer erreicht. Nur der flüchtenden Frau fehlt kurz vor dem Ziel die Kraft, sich an der Ufermauer hochzuziehen. Später berichtete sie: Ich habe gedacht, der kann doch nicht einfach schießen, weil er eben gesagt hat, er schießt. Er hat die ja richtig angeladen und gesagt, ich soll rauskommen, aber ich wusste ja erstmal, wenn ich jetzt aufs Boot zurückgehe, ist aus, denn schaffe ich es überhaupt nicht. Also bin ich im Wasser geblieben, habe gewartet, erstmal abgewartet. Ja, und dann hat der eine meine Hand genommen und hat gesagt, jetzt kannst du sowieso nicht mehr schießen, die Hand ist schon im Westen, und hat mich dann rausgezogen. Und dann sind sie gerannt mit mir, weil das Stück nach Osten gewesen ist. Es ist alles okay. Der hat die Waffe auf uns angeregt gehabt, das Schwein. Wir wussten, ob er schießt. Wir dachten, er schießt auf uns. Mann, Mann, Mann.